Haben wir heute zu viele oder zu wenig Zuwanderer in Deutschland? Gibt es Parallelgesellschaften oder gibt es eine Integration oder gar eine Assimilation von Einwanderern? Oder, rückwärts gedacht, gab es Anfang der 1990er Jahre einen massiven Asylmissbrauch? Wussten die Menschen in den 1960er Jahren, dass die Gastarbeiter zum nur zeitweiligen Arbeitsaufenthalt nach Deutschland kamen, während wir heute wissen, dass die Migranten, die Zuwanderer zwar hier bleiben wollen, aber in einer multikulturellen Gesellschaft ihre eigene Kultur pflegen und sich abschotten wollen? Was wissen wir heute über Einwanderung und über den gesellschaftlichen Umgang mit Einwanderung? Und wie hat sich dieses Wissen in Anführungsstrichen in den 60er Jahren, also deshalb in Anführungsstrichen das Glauben, was wir wissen, den Glauben, was wir wissen, in den 60 Jahren der Geschichte der Bundesrepublik verändert? Und weil es in einer demokratischen, heterogenen Gesellschaft kein homogenes, kein einheitliches Wissen über gesellschaftliche Phänomene geben kann, wie unterschiedlich war und ist dieses gesellschaftliche Wissen in Abhängigkeit zum Beispiel vom sozialen Milieu oder von einer kulturellen oder politischen Zugehörigkeit. Da von Einzelerfahrungen abgesehen, das, was wir über diesen, wie auch über jeden anderen gesellschaftlichen Bereich, über ein Themenfeld wissen können, nur diskursiv erzeugtes Wissen sein kann und weil wir keine objektive Instanz haben, dieses Wissen zu überprüfen, geht die Diskurslinguistik davon aus, dass dieses diskursiv erzeugte Wissen aus der Analyse großer alltagssprachlicher Textkorpora erschlossen werden muss. Diese Korpora sollten dann solche Texte enthalten, aus denen die jeweiligen Zeitgenossen ihr Wissen über diesen Themenbereich entnehmen konnten und die dieses daher maßgeblich konstituiert haben. Und gerade für zeithistorische Längsschnitte, also wenn ich zurückblicke, sind Zeitungskorpora dafür ein Mittel der Wahl. Zudem unterstellen Diskurslinguisten, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Sprache und Wissen, zwischen Sprache und Denken, zwischen Sprache und Gesellschaft gibt. Und deshalb muss es auch linguistisch fassbare Kategorien geben, mit denen nachvollziehbar etwas über das themenbezogene Wissen gesellschaftlicher Gruppen und Akteure herausgefunden werden kann. Dazu hat man zum Beispiel gerne die Bedeutungs- und Bezeichnungsentwicklung zentraler Schlüsselwörter untersucht, weil man diese als kondensierte Formen gedanklicher Konzepte, als Vehikel von Gedanken versteht. Wenn sich so zum Beispiel ein Bezeichnungswandel von Gastarbeiter über ausländische Arbeitnehmer und Ausländer zu Migranten und Zuwanderern zeigen lässt, dann gibt dies Aufschluss über vorherrschende Denkweisen in diesem Themenbereich. Eine weitere bevorzugte Analysekategorie ist die Metaphorik eines Themenfeldes, denn Metaphern haben die Eigenschaft, dass wir mit ihnen bestimmte Gesichtspunkte an einem Problemverhalt fokussieren können und andere ausblenden können. Interessant sind aber dabei, wenn man es diskurslinguistisch betrachtet, weniger Einzelmetaphern als ganze Metaphernfelder. Zum Beispiel sind in bestimmten Zeiträumen die Wasser- und Militärmetaphorik im Themenfeld Zuwanderung sehr stark vertreten gewesen. Also beim Reden über Gastarbeiterströme, Asylantenfluten und dem Ansturm der Armen, daraus kann man Aufschlüsse über die Wahrnehmung dieser Zuwanderung als Bedrohung entnehmen. Und insofern lohnt sich auch eine Metaphernanalyse. Diese beiden Möglichkeiten werde ich aber heute Abend hier nicht ansprechen, sondern ich werde eine andere Analysekategorie in den Mittelpunkt stellen, nämlich die Topos-Analyse. Entgegen anderslautender kultur- und politikkritischer Gerüchte unterstelle ich dabei, dass bezüglich Sach- und Problemverhalten, über die eine Gesellschaft keinen Konsens hat, über die sie nicht verständigt ist, gesellschaftliche Akteure argumentieren müssen, damit sie ihre Sicht der Dinge mehrheitsfähig machen, damit sie sie zum gruppenübergreifenden kollektiven Wissen machen können. Um diese Argumentation zu erkennen, ist eine analytische Kategorie hilfreich, mit der schon die Argumentationslehre der antiken Rhetorik gearbeitet hat, der Argumentationstopos eben. Ein Argumentationstopos oder der Topos-Begriff ist ein geeignetes analytisches Instrumentarium, mit dem man die nur in Anführungsstrichen plausiblen, die unabhängig von ihrem Wahrheits- oder Richtigkeitsgehalt überzeugungskräftigen Argumentationen erfassen kann. Und in öffentlich-politischen Diskussionen sind es eben solche plausiblen, überzeugungskräftigen
Argumentationen, mit denen man in solchen Debatten Meinungen, Beschlüsse, Handlungen begründet, erklärt, gerechtfertigt. Ich benutze dabei den Topos-Begriff in etwa synonym mit dem Begriff der Schlussregel bei Toulmin. Und das bedeutet, eine strittige Aussage, das kann man auch in diesem Schema nur ansatzweise nachvollziehen, eine strittige Aussage, die Konklusion, wird dadurch glaubhaft oder überzeugend gemacht, dass ein Argument, eine unstrittige Aussage vorgebracht wird. Und die Überzeugungskraft dieser unstrittigen Aussage, um die Konklusion, die These zu begründen, wird aber erst hergestellt durch das, was man eben eine Schlussregel nach Toulmin nennt und was ich gleichsetze mit einem Argumentationstopos. Dieser muss dabei meist nicht explizit gemacht werden und deshalb muss er, wenn man Texte auswertet, auch erst interpretativ aus den sprachlichen Bestandteilen der Argumentation erschlossen werden. Das Zielen auf Plausibilität und die mangelnde Explizitheit von Argumentationen sind eben Kennzeichen politisch-öffentlicher Auseinandersetzungen und daher kam meine Idee, dass die Analyse mit der Kategorie des Topos gerade den öffentlich-politischen Debatten besonders gut entsprechen müsste. Solche Topoi sind nun seit der Antike in Topos-Katalogen gesammelt worden auf einer sehr formalen, abstrakten Ebene und davon haben wir dann nur eine überschaubar große Anzahl von Topoi zur Verfügung in unserem alltäglichen Sprechen und Argumentieren, zum Beispiel den Konsequenztopos oder den ich hier angeführt habe, den Topos aminore, wenn schon P gilt, dann erst recht Q. Oder dann sollte erst recht Q gelten, den ich hier mal fiktiv für ein Beispiel aus dem Diskurs angewandt habe, wenn schon Aussiedler ohne Deutschkenntnisse die deutsche Staatsangehörigkeit mit den damit verbundenen Rechten haben, dann sollte doch erst recht Kindern in der zweiten oder dritten Gastarbeitergeneration der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit erleichtert werden. Auf dieser allgemeinen Ebene bewegen sich diese formalen Topoi. Ein anderer wäre gern in verschiedensten Diskursen oder in der Werbung bemüht, der Autoritätstopos. Zeitgenössische Diskurse nach diesen Topoi abzusuchen, sie dort festzustellen, halte ich aber für wenig aussagekräftig. Es geht vielmehr darum, dass man die kontextspezifischen Füllungen dieser allgemeinen Argumentationsmuster erkennt. Und allgemein kann man sagen, so wie die kontextabstrakten, formalen Topoi zum kollektiven Wissen einer Sprachgemeinschaft insgesamt gehören, so sind die kontextspezifischen Topoi ein Teil des sozialen Wissens öffentlich handelnder Gruppen bezüglich eben bestimmter Themenfelder. So wissen in Anführungsstrichen wir in bestimmten Zeiträumen, dass es Arbeitszeitverkürzungen geben muss, um das Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen. Oder dass die Steuern gesenkt werden müssen, damit es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht. Oder, das habe ich hier dann als Topos-Formulierung angeführt, oder dass ein Rechtsanspruch eingeschränkt werden muss, weil er missbraucht wird. Dieses themenspezifische, kontextspezifische Wissen lässt sich eben jeweils in solchen Argumentationsmustern, wie es hier passiert ist, reformulieren. Und auf der Grundlage großer Textkorpora lässt sich dann für bestimmte Zeiträume herausfinden, welches Wissen jeweils dominant gewesen ist. Und daraufhin muss ich eben diese Texte auf die Muster hin analysieren. Ich erkenne dabei gleichbleibende Topoi-Muster, muss mir aber dann auch die jeweils sich ändernden Füllungen dieser Muster ansehen, um darüber aussagekräftig über die jeweils typischen Denkweisen, die das Wissen der jeweiligen Gruppen in einer bestimmten Zeit repräsentieren, um darüber etwas herauszufinden. Und in dem, was ich jetzt hier darstelle, soll es eben um einige wichtige Muster im Migrationsdiskurs gehen. Ich komme damit zunächst zu den titelgebenden Zitaten aus Zeitungsartikeln des Jahres 2008. Dort war nämlich, die ich angegeben hatte, einmal unter der Überschrift Europas Apartheid, wurde vor etwa einem Jahr die europäische Ebene kommentiert, wo man vorhatte, einen sogenannten Immigrationspakt, einen Pakt für Flüchtlinge, aber einen Pakt für Einwanderung und Asyl zu beschließen. Und darin waren bestimmte Strafen für einen Aufenthalt in der EU ohne Papiere vorgesehen. Und dieser Kommentar richtet sich dann mit einer humanitären und die individuellen Folgen für die Betroffenen betonenden Argumentation gegen diese geplanten Gesetze.
Und ich habe deshalb das als Titel mitgewählt, weil das, was dort beschlossen werden sollte, wird beschlossen auf der Grundlage eines Argumentationsmusters, das im Migrationsdiskurs seit den frühen 70er Jahren sehr wichtig ist und das ich gleich noch ansprechen werde, nämlich Einwanderung wird konzipiert als etwas, das große Belastungen für die Aufnahmegesellschaft und darüber hinausgehend große Gefahren birgt. Und deshalb braucht man Gesetze, Strafen für Leute, die sozusagen einfach kommen, ohne dafür die Erlaubnis zu haben. Der zweite Artikel berichtet drei Monate später unter der Überschrift zu wenig Einwanderer. OECD warnt Berlin vor Arbeitskräftemangel über die Forderung der OECD an die Industrieländer, ihre Einwanderungspolitik stärker nach dem zukünftigen Arbeitskräftebedarf auszurichten. Auch wenn in dem Artikel nur berichtet wird, lässt sich aus dieser Forderung eine Argumentation pro erleichterte Zuwanderung ableiten, die ich den Topos vom wirtschaftlichen Nutzen nenne und die ebenfalls für bestimmte Zeiträume des Migrationsdiskurses das kollektive Wissen über Zuwanderung mitbestimmt hat. Also so definiert, wenn eine Handlung, eine Entscheidung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten positive Folgen hat, sollte sie ausgeführt werden. Das zur Erklärung der beiden, des Titels der Vorlesung. Nun müsste ich im Sinne der Aktualität oder der Fragestellungen dieser Göttinger Vortragsfolge nun eigentlich ein Tableau solcher, das momentane gesellschaftliche Wissen über Einwanderung ausmachenden Topoi samt ihrer Zuordnung zu Diskursakteuren hier entfalten. Ich kann das deshalb nicht leisten, weil unsere Art der Diskursanalyse eben die Auswertung einer systematisch zusammengestellten Vielzahl von Texten, also eines größeren Textkorpus, voraussetzt und nicht auf der Analyse einzelner Texte beruht, die dann als repräsentativ und typisch für den Diskurs deklariert werden. Und diese Auswertung einer großen Textmenge, eines großen Textkorpus, habe ich eben nur für die Jahre 1960 bis 1985 geleistet und nicht für die jüngere Gegenwart. Und deshalb kann ich jeweils nur Bezüge eher assoziativer Art zu aktuellen Diskursen herstellen und muss die Ergebnisse der älteren Untersuchungen in den Mittelpunkt stellen. Aber es mag ja auch vielleicht interessanter sein, das eigene momentane Wissen oder das, was wir glauben, was wir wissen, vor dem Hintergrund einer eben diachronen wissensgeschichtlichen Untersuchung zu reflektieren. Denn damit kann man ja bewusst machen, einerseits, was schon lange Zeit ein Wissenselement ist, welches man möglicherweise als jetzt Mitlebender als neu oder als besonders empfindet, oder man kann lernen, was einmal als Wissen galt und heute aus dem gesellschaftlichen Wissensvorrat verschwunden ist. Ich erinnere an mein Beispiel für die Arbeitszeit, zur Arbeitszeitverkürzung. In den 80er Jahren war das ein Wissenselement, heute weiß das keiner mehr, dass das eine Möglichkeit wäre. Oder als hier themenfremdes Beispiel könnte man zum Beispiel zeigen, seit wann das Konzept Globalisierung zusammen mit und komprimiert gebündelt in dem Ausdruck Globalisierung als ein Wissen über das als neu konstituierte Faktum Globalisierung die wirtschaftspolitische Diskussion mitbestimmt und dann dominiert hat. Aber ich bleibe beim Migrationsdiskurs und komme zunächst zu diesem hier definierten Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Nutzens von Zuwanderern bzw. Zuwanderung. Dass dieser zum kollektiven Wissen über Migration dazuzählt, scheint uns heute, denke ich, relativ selbstverständlich zu sein. Das war allerdings vor 10 Jahren etwa offensichtlich anders, nämlich zu einer Zeit, wo die Schröder-Regierung die sogenannte Green Card-Initiative gestartet hat. Aus einigen Stellungnahmen damaliger Diskursakteure kann man das herauslesen, dass gerade dieser Gesichtspunkt damals als etwas Besonderes und Neues empfunden worden ist. So wird zum Beispiel die damalige grüne Ausländerbeauftragte Marie-Louise Beck zitiert. Sie freue sich, dass, nachdem die Einwanderungsdiskussion bisher durch und durch Angst besetzt gewesen sei, nun endlich rationale ökonomische Argumente ins Feld geführt wurden. Also 2000 war das. Ne? Zur gleichen Zeit schreiben auch die beiden mitbekanntesten Migrationsforscher Klaus Bade und Ulrich Herbert, dass es nun eine erstmals positive Einwanderungsdebatte gebe, dass das Diskussionsklima sich gewandelt habe, dass ein Umdenken in der Gesellschaft bezüglich Zuwanderung begonnen habe. Endlich würde die Migrationspolitik
nicht mehr nur mit der zu sehr bloß auf Abwehr unerwünschter Einwanderung ausgerichteten Politik betrieben. Und wenn Sie sowas sagen, dann beruhen diese Bewertungen sehr grundlegend auf diesem Topos vom wirtschaftlichen Nutzen, der eben zu der Zeit den Beteiligten und den Beobachtern als eine neue Qualität des Denkens und Sprechens über Einwanderung erschien. Mit unserer Korpusanalyse der älteren Zeit, 1960 bis 1985, können wir zeigen, dass diese Qualität der Debatte so neu nicht ist, wie sie den Mitlebenden im Jahr 2000 erscheint, sondern dass seit Schröders Green Card-Initiative wieder ein Argumentationsmuster nur hinzugekommen ist, in den Vordergrund gerückt ist, das zuvor 20 Jahre lang sehr fast vollständig verschüttet gewesen ist, nämlich dass Einwanderung für das Funktionieren der deutschen Wirtschaft und der Sozialsysteme unabdingbar ist. Das war die 15 bis 20 Jahre vor, also ungefähr 15 bis 18 Jahre vor diesem 2000-Zeitpunkt, kaum bewusst, ist kaum thematisiert worden. Das hat aber die Frühphase der Einwanderungsdiskussion sogar sehr stark mitbestimmt und fast schon beherrscht. Also bei der Auswertung unseres Textkorpus kommt das mit am häufigsten vor als Argumentationstopos, und zwar vor allen Dingen in den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre. Und erst Anfang der oder bis Mitte der 70er Jahre um 1973 herum wird dieser Gesichtspunkt der wirtschaftlichen und des Arbeitsmarktes Betrachtung der Zuwanderung davon abgelöst, dass nun gesellschaftliche Folgen der Zuwanderung breiter thematisiert werden. Es ist aber dann erst 1982, also mit der sogenannten ausländerpolitischen Wende durch die Kohl-Regierung so, dass die Bedeutung dieses Topos vom wirtschaftlichen Nutzen eben vollständig zurückgeht. Also ab da bis 2000, bis zur Green Card-Initiative, kann man das, was uns so selbstverständlich erscheint, kaum beobachten im Diskurs. Die folgenden Textbelege, mit denen will ich zeigen, wie ein solcher Topos in konkreten Textvorkommen dargestellt ist, und damit mit diesen vielen Textbelegen, die ich jetzt zu einigen Topoi bringe, will ich eben auch zeigen, dass tatsächlich in rechtsstereotyper und gleichbleibender Weise über lange Zeiträume jeweils ein Sachverhaltszusammenhang hergestellt wird, ein Argumentationstopos genutzt wird. Zum Beispiel heißt es hier 1965, wenn die deutsche Industrie ihre Stellung auf den Weltmärkten behaupten will, dann braucht die deutsche Wirtschaft die ausländischen Arbeitskräfte. Ich überspringe eines. Darin macht sich bei vielen wider Willen die Einsicht geltend, dass Lebensstandard, Wirtschaftswachstum und Kapitalakkumulation in der Bundesrepublik nur durch die Arbeitskraft des Importproletariats aufrechterhalten werden können. Und das war 1982 ein Beispiel: Die ausländischen Arbeitskräfte kamen nicht nur ins Land, als wir sie brauchten, sie sind auch heute noch zu mehr als 90% hier, weil wir sie in der offiziellen Wirtschaft unverzichtbar benötigen. Und bei diesem Zeitungstext, wo die OECD, wo über den OECD-Bericht berichtet wird, ist das natürlich auch wieder Selbstverständnis. Arbeitskräftemangel, für den man Zuwanderung braucht. Und hiermit will ich zeigen, wie sehr das in den ersten Jahren das mitbestimmt hat. Jetzt bin ich hier kurz durcheinander gekommen mit meinem... Gut. Zum Teil sind es bei solchen Thematisierungen dieses Gesichtspunktes betriebs- und volkswirtschaftlich direkt Folgen, die dort angesprochen werden, dass wir Zuwanderung brauchen. Zum Teil geht es aber eben auch auf das Funktionieren der gesamten Sozialsysteme oder auf die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt angesichts eben der demografischen Entwicklung, weshalb so etwas immer auch heute aktuell in den Vordergrund gestellt wird. Diesen meist pro Einwanderung genutzten Sachverhaltszusammenhang des wirtschaftlichen Nutzens, dem steht als ein zentrales Argumentationsmuster ein Topos gegenüber, der mit dem Zeitungskommentar Europas Apartheid auch angespielt wird. Denn wie erwähnt, dort wird auf Gesetze Bezug genommen, die unterstellen, dass es das gibt, was mit diesem Topos ausgedrückt wird, nämlich wenn eine Person, eine Institution, ein Land mit bestimmten Problemen stark belastet oder überlastet ist oder wenn eine solche Belastung droht, sollten Handlungen ausgeführt werden, die diese Belastung vermindern bzw. verhindern.
Wenn man sie allgemeinen formalen Topos nehmen würde, würde man es zum Beispiel nur unter Konsequenztopos einordnen. Und in der Politik wird fast nur mit Konsequenztopoi gearbeitet, argumentiert. Von daher finde ich das nicht sehr aussagekräftig, dabei zu bleiben. Diese kritisierte Apartheid in Europa, die würde eben auf der Grundlage solcher Denkweisen funktionieren, kritisiert dieser Zeitungskommentar. Man kann so etwas natürlich auch bildlich ausdrücken, wie es der Spiegel 1991 mit diesem Titelbild getan hat, wo das Boot Deutschland hier dargestellt wird und wie es zu sehr belastet wird von denen, die oben angesprochen werden, Flüchtlingen, Aussiedlern, Asylanten. Vor etwa 10 Jahren, also das von 1991, war es dann der rot-grüne Innenminister Otto Schily, der immer wieder betonte, dass durch Zuwanderung die Belastungsgrenzen, die Grenzen der Aufnahmefähigkeit oder der Integrationsfähigkeit Deutschlands, der deutschen Bevölkerung etc. erreicht bzw. überschritten seien. Das ist auch ein Argumentationsmuster gewesen, das zum Beispiel im Jahr 2002 mit dafür verantwortlich war, dass zu einer sprachwissenschaftlichen Tagung eingeladen wurde, und in dem Call für diese Tagung behauptet wurde, der ständige Zivilisationsbruch mit Mordanschlägen auf sogenannte Ausländer sei begleitet von einem vielschichtigen, rassistischen, fremdenfeindlichen oder subtil die Einwanderung problematisierenden Relativierungs-, Rechtfertigungs- und Ermunterungsdiskurs, der ein Problem Einwanderung in Deutschland in den letzten Jahren, also geschrieben 2002, herbeigeredet habe. Also dieser Ermunterungsdiskurs. Damit ist unter anderem das gemeint, was in diesem Belastungstopos ausgedrückt wurde, dass man damit ein Problem Einwanderung, 2002 geschrieben, in den letzten Jahren herbeigeredet habe. Ich betone das deshalb, weil mit eben einer diskurshistorischen Untersuchung man zeigen kann, dass auch dieser zeitgenössische Eindruck einer neuen Qualität im Diskurs, also des Relevantwerdens eines neuen Wissenselementes, das dann die Grundlagen von Handlungen lieferte, dass das zu relativieren ist. Denn es ist nicht so, dass erst in den letzten Jahren, 2002, ein Problem Einwanderung herbeigeredet wurde. Die öffentliche Konstruktion dieses Problems begann spätestens Anfang der 70er Jahre und dafür spielte eben dieser Topos eine wichtige Rolle als ein zentrales Wissenselement. Und bei dem ist interessant, dass der eben nicht immer schon vorhanden war. Zwar gab es so etwas Ähnliches im Anfang der 50er Jahre im Diskurs über Flüchtlinge und Vertriebene, zwar auch schon, aber bezüglich Gastarbeiter gab es das bis 1972 nicht. Und das ist dann ein diskursives Ereignis, was tatsächlich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, 1972, 1973, neu auftaucht und was dann aber immer wieder und was bei quantitativer Auszählung zu den am häufigsten benannten Sachverhaltszusammenhängen zu diesem Themenfeld gehört. Also es war so, 1972 bei noch deutlich niedrigeren Zuwandererzahlen war ebenso wie im Vorfeld der Asylrechtsänderungen Anfang der 90er Jahre, wie auch zu der Zeit, als Otto Schily das Ende der 90er Jahre gesagt hat, jeweils so und auch heute bezogen auf das, was man kritisch die Festung Europa nennt, jeweils so, dass gesagt wurde, die Belastungsfähigkeit, die Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft Deutschlands, im Moment eher Europas, ist erschöpft und deshalb kann man keine weitere Zuwanderung zulassen. Und ich will mit diesen Beispielen zeigen, wie stereotyp das aussieht und dass das auch von den Diskursakteuren und Diskurspositionen nicht immer nur sozusagen die üblichen Verdächtigen sind. Das kommt nicht nur von konservativer Seite. Gerade 1972, 1973 sind es vor allen Dingen die Minister und der Kanzler der sozialliberalen Regierung, von denen das immer kommt. Und Ende der 90er Jahre eben auch Otto Schily, der das dafür stark kritisiert worden ist als rot-grüner Innenminister. Und das hört sich dann wirklich über die Jahrzehnte hinweg fast wörtlich gleich an. Wir kommen damit an die Grenze der Aufnahmefähigkeit, sagte der Bundesinnenminister Genscher damals. Auch der Bundeskanzler hat sich vor kurzem in Kassel in diesem Sinne geäußert. Nach Ansicht der Oppositionsabgeordneten, also damit sind dann die CDU, CSU gemeint, ist die Grenze der Belastbarkeit der Infrastruktur vielerorts bereits erreicht und in Ballungsgebieten sogar schon überschritten. Also Anfang bis Mitte der 70er Jahre, dann 1980, SPD-Arbeitsminister Friedhelm Pfadmann, die Grenze der Aufnahmefähigkeit ausländischer Arbeitnehmer sei erreicht.
so ähnlich von 1981 und dann auch von 2000, der Bundesinnenminister, der die Belastbarkeit Deutschlands durch Zuwanderung für überschritten hält. Dieser Belastungstopos, der hier mit ein paar Beispielen angeführt ist, kann als ein prägnantes Beispiel für die öffentliche sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit betrachtet werden, von deren Gelingen dann, also wenn man das, wenn einem das gelingt, das als die Wirklichkeit, als so wie es ist, darzustellen, dann kann man damit bestimmte politische Forderungen durchsetzen und man beeinflusst damit eben auch den Umgang mit einer gesellschaftlichen Minderheit. Hier darauf bezogen, also ob die Zahl der Ausländer der Bundesrepublik wie Anfang der 70er Jahre bei etwa 4 Millionen liegt oder ob sie wie im Jahr 2000 bei ca. 7 Millionen liegt, nach diesen Aussagen im Diskurs, sind jeweils die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. Und wenn diese Wahrnehmung und Wirklichkeitskonstruktion verbreitet und durchgesetzt werden kann, dann gibt es auch so etwas wie Grenzen der Belastbarkeit und dann sind diese erreicht im Wissen, im Bewusstsein eben der Beteiligten und auch der, die das hören im öffentlichen Diskurs. Entsprechend kann sich dann nach dieser Wirklichkeit, die zum kollektiven Wissen geworden ist, das gesellschaftliche Handeln ausrichten. Dass dem so ist und dass man damit dann eben auch Handlungen verbindet und Politik macht, das ist natürlich Kritikern deutscher Zuwanderungs- und besonders der Asylpolitik auch immer schon aufgefallen und dann hat man natürlich versucht, sich gegen diese Wirklichkeitskonstruktion zu wehren. Eine Organisation, die das öffentlich wirksam immer tut, ist die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl und der damalige Vorsitzende Pfarrer Herbert Leuninger im Jahre 1973 thematisiert eben diesen Belastungstopos in folgender Form. Um die Öffentlichkeit von der Notwendigkeit der Abwehr von Flüchtlingen zu überzeugen, bemühen Politiker seit Mitte der 70er Jahre angebliche Grenzen der Aufnahmefähigkeit und der Aufnahmebereitschaft als Rechtfertigung für Eingriffe ins Asylverfahrensrecht und in die Ausgestaltung ihres, also der Flüchtlinge, Aufenthalts. Obwohl niemand diese Grenzen beziffern kann, führen Politiker sie in der Asyldiskussion stereotyp an. Auch dann, wenn sie sich, wie im Fall der das Boot ist voll These, längst ad absurdum geführt haben. Denn wenn das Boot schon 1980 voll ist, dann kann dasselbe Boot nach 12 Jahren und nach dem Zugang mehrerer hunderttausend Asylsuchender nicht immer noch voll sein, dann müsste es längst gekentert sein. Und eine solche Kritik kann man, wie das der Spiegel-Artikel eben auch, kann man bildlich natürlich auch umsetzen, wie das die Titanic im November 1991 gemacht hat. Das lasse ich jetzt ein bisschen auf Sie wirken, während ich weiter spreche. Auch hier lässt sich eine aktuelle Analogie anführen. Die europäische Abwehrpolitik gegen Einwanderer ist gerade noch in der vergangenen Woche von Amnesty International massiv kritisiert worden. Unter Anführung aktueller Zahlen für Deutschland, aber auch für Italien, wo die europäische Einwanderungspolitik bezüglich des Umgangs mit den afrikanischen Bootsflüchtlingen im Moment besonders brisant ist, betont ein Amnesty-Vertreter, die gleiche Metapher aufgreifend, dieses Ganze, das Boot ist voll, ist schlicht nicht wahr. Er begründet sein Plädoyer für eine Einwanderungspolitik mit einem Argumentationstopos, der von Amnesty International natürlich auch zu erwarten ist, der aber hier erwähnt werden soll als eine weitere Kontinuität im Migrationsdiskurs. Nämlich er sagt, natürlich hat der Staat ein Recht, Migration zu kontrollieren, aber dies muss menschenwürdig geschehen. Erwähnenswert als ein Wissens- und Diskurselement im Migrationsdiskurs ist der Humanitätstopos, den ich hier definiert habe, als ein Argumentationsmuster pro Einwanderung, vor allem deshalb, weil er der oft von kritischen Wissenschaftlern vorgebrachten Gesamteinschätzung des Einwanderungsdiskurses in der Bundesrepublik als fremdenfeindlich oder rassistisch entgegensteht. Das ist er glücklicherweise als Gesamtdiskurs nicht. Und das zeigt sich unter anderem an der Relevanz dieses Humanitätstopos. Denn humanitäre Argumentationsmuster nehmen quantitativ in den 70er und 80er Jahren sogar zu und werden eben dafür genutzt, liberalere Einwanderungsregelungen zu legitimieren. Und dafür ist in erster Linie eine Lobby von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Menschenrechtsinitiativen verantwortlich, die sich seit Beginn der 70er Jahre zur Vertretung der Interessen der Ausländer, die ja in unserem demokratischen System keine Stimme haben, formiert hat.
humanitäre Argumentationen sind zusammen mit dem Pro-Einwanderung verwendeten Topos aus den individuellen Folgen, zu dem ich gleich noch was sage, in der Frühzeit des Einwanderungsdiskurses auch für eine paternalistische Sichtweise der Einwanderung charakteristisch. Diese wird prototypisch in der Aussage, Gastarbeiter sind auch Menschen, deutlich. Diese versucht mit Verständnis und Sympathiewerbung das gesellschaftliche Problem Integration der Zuwanderer anzugehen. Das ist das eine, also vor allen Dingen in den 60er Jahren in dieser Ausrichtung und diese humanitäre Argumentation, der Verweis auf menschenrechtliche Standards, gegen die politische Entscheidungen nicht verstoßen dürften, wird dann in den Diskussionen seit 1973 bis hin zu den aktuelleren Debatten viel stärker konkret politisch eingesetzt, weil man meistens aber in defensiver Form, dass man zum Beispiel Nachzugsbeschränkungen, asylrechtliche Einschränkungen dagegen argumentieren will oder indem man die asylrechtliche Anerkennung nichtstaatlicher Verfolgung durchsetzen will. Also das Humanitäre ist zunächst so bis 1973 herum meist eben in dieser eher paternalistischen Form, Gastarbeiter sind auch Menschen, und dann später, wie es hier zum Teil deutlich wird, im Rahmen von konkreter politischer Argumentation eingesetzt. Und hier habe ich auch noch mal einige zusammengestellt zwischen 1970 und 1998, wo das in Texten konkret vorkommt, also von einem katholischen Bischof: Europa muss von menschlichen Herzen gebaut werden. Nicht pathetische Programme tun uns Not, sondern menschliche Herzen, die im Geiste Christi zueinander finden und im Fremdarbeiter, sagt er noch 1970, den Bruder sehen. Man verlangt neue Richtlinien, die dazu beitragen sollen, dass die Ausländer menschenwürdige Unterkünfte erhalten. Dann geht es 1973 um das Rotationsprinzip, dass man nicht will, dass dieses Prinzip wird als unmenschlich bekämpft. Dann geht es um den Zuzugsstopp für Familienangehörige, denn menschliche Gründe werden immer für die Zusammenführung von Familien sprechen. Oder ich überspringe jetzt die 80er Jahre, Ende der 90er Jahre, bezeichnet eine Grünpolitikerin es als unmenschlich, dass in Deutschland Asyl nur bei staatlicher Verfolgung gewährt werde. Und wie eben der zitierte Amnesty-Mensch spielen eben diese Argumentationen im Einwanderungsdiskurs durchgängig die wichtigste Rolle, wenn für erleichterte Regelungen zur Einwanderung oder zu konkreten Maßnahmen argumentiert wird. Ein zweites, was durchgängig eine Rolle spielt im Migrationsdiskurs, ist etwas, was, wo ich jetzt nicht überprüft, aber im aktuellen Diskurs den Eindruck habe und überrascht bin, dass das gar keine Rolle spielt. Nämlich wenn man in einer so wie nie wahrgenommenen, so dramatisch wie nie wahrgenommenen Wirtschaftskrise, könnte man dieses Diskurselement erwarten, dass das gegen weitere Zuwanderung oder gegen Bleibeerleichterungen besonders angeführt wird. So war das zum Beispiel, ich blende schon mal ein, so war das zum Beispiel auch im Vorfeld der Agenda 2010 seit Beginn des Jahres 2002, wo über ein Zuwanderungsgesetz diskutiert wurde. Dort hatte die SPD noch bis zum Sommer 2001 vertreten, dass eine geregelte Einwanderung auf gesetzlicher Grundlage ermöglicht werden müsse, weil bestimmte Branchen ausländische Arbeitskräfte benötigten. Dann gewann aber das hier gemeinte Argumentationsmuster, nämlich der Topos aus den individuellen Folgen, bei der SPD zunehmend die Oberhand, und das hatte eben vorher schon auch bei der Green Card-Diskussion war es von den Unionsparteien in den Vordergrund gerückt worden, nämlich solange es eine Millionenzahl deutscher Arbeitsloser gebe, dürfe Zuwanderung nicht gefördert werden, müsse die zugelassene Zuwanderung, wie es dann gern formuliert wurde, auf null begrenzt werden. Und das ist eben etwas, also wenn eine Handlung für einzelne Menschen oder Gruppen, nämlich hier für die Deutschen, beziehungsweise für das Verhältnis zwischen diesen negative Folgen hat, sollte sie nicht ausgeführt werden, also hier die Folge Arbeitslosigkeit, dass das angeführt wurde, das hat eben auch eine lange Tradition. So ist schon in der Welt am Sonntag 1975 deutschen Arbeitslosen in den Mund gelegt worden: Wenn nicht so viele Türken hier wären, könnten wir leichter wieder eine Stellung finden. Ich habe hier als Beispiele, die ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht alle vorlesen, auch ein paar Beispiele, die sich nicht nur
auf diese individuellen Folgen für die deutschen Arbeitnehmer richten, sondern die sich auch auf die individuellen Folgen für die Zuwandernden richten, damit zusammengefasst, weil das gleiche Argumentationsmuster ist, wo dann eben unterschiedlich diejenigen, für die es individuelle Folgen hat, das unterschiedlich gefüllt wird. Jedenfalls ist es durchgängig hier auch schon seit den 60er Jahren etwas, was in dem Diskurs, nämlich der Blick auf die negativen Folgen von Zuwanderung für einzelne deutsche oder nicht deutsche Individuen gerichtet wird und deshalb Zuwanderung oder weitere Zuwanderung oder Zuwanderungserleichterungen abgelehnt werden. Ich will bezüglich dieser kontinuierlichen vorgebrachten Argumentationsmuster jetzt ein kleines Zwischenfazit ziehen und dann noch etwas über nicht kontinuierliche Wissenselemente sagen. Ich wollte also hier mit vier Argumentationsmuster methodisch, hoffentlich an einer klaren interpretativen Kategorie orientiert, benannt haben, die öffentlich im Rahmen von Argumentation und Wissensproduktion leisten und die dies kontinuierlich über 30 bis 40 Jahre tun und damit eben unser Wissen über Zuwanderung mitbestimmen. Zusammengefasst, wir oder gesellschaftlich relevante Gruppen von uns wissen, dass wir Zuwanderung für einzelne Betriebe, einzelne Branchen, die Wirtschaft oder die Sozialversicherungssysteme brauchen und sollten sie deshalb ermöglichen. Wir wissen, dass Menschen aus wirtschaftlicher Not oder politischer Verfolgung nach Deutschland oder nach Europa fliehen und sollten sie deshalb hier aufnehmen. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alle aufnehmen können und die Grenzen unserer Belastbarkeit und Aufnahmefähigkeit erreicht oder überschritten sind. Und wir müssen deshalb Dämme bauen gegen zu viele einströmende Menschen. Und wir wissen, dass Zuwanderer Konkurrenten um Arbeitsplätze sind und für uns daher durch sie negative wirtschaftliche Folgen drohen und wir deshalb Schutzmaßnahmen gegen zu viele Zuwanderer brauchen. Was von diesen Wissenselementen jeweils von vielen oder einer Mehrheit geglaubt wird, das wird idealtypisch gedacht in einer offenen demokratischen Gesellschaft auf dem Markt der Meinungen verhandelt und schlägt sich dann in den politischen Entscheidungen, die eben per Legitimation durch Verfahren sanktioniert sind, nieder. Mit der hier verwendeten Methode können wir lediglich dazu beitragen, zu eruieren und zeithistorisch zu vergleichen, was mit welchem Gewicht jeweils auf diesem Markt ist und daher als ein Element des kollektiven Wissens zum Thema gelten kann. Und analog dazu möchte ich jetzt im vier Topoi benennen, skizzieren, die weniger kontinuierlich gewesen sind, die entweder erst in jüngerer Zeit hinzugekommen sind oder die in bestimmten Zeiträumen dazugehörten und für uns heute nicht mehr zum Wissen über diesen Themenbereich zählen. Eines dieser Diskurselemente ist erst im Kontext der Debatte um ein Zuwanderungsgesetz um das Jahr 2000 hinzugekommen. Es ist seither ein wichtiger Bestandteil des Einwanderungsdiskurses geworden. Nämlich, ein Teil der Einwanderer wolle sich gar nicht integrieren. Ihr Integrationswille sei aber für eine gedeihliche Regelung der Zuwanderung und des Zusammenlebens notwendig und zu verlangen. Dieses Muster habe ich Anpassungstopos genannt, ist hier nochmal als Argumentationsmuster reformuliert, was ich gerade ausgedrückt habe. Das wird in der sogenannten Leitkulturdebatte um das Jahr 2000 herum dahingehend überhöht, dass von den Zuwanderern der Wille zur Integration in Form der Anpassung an eine deutsche Leitkultur oder, wenn man das für überzogen hält, an westlich-demokratische Werte, Grundregeln und Gesetze zu verlangen sei. Ich erwähne das auch deshalb, weil das, glaube ich, im Moment, wenn ich das beobachte, ein sehr selbstverständlicher Bestandteil dieses Diskurses ist und weil man dabei dann eben auch den Eindruck hat, dass das schon immer in diesem Zusammenhang ein Thema gewesen ist. Dem ist aber nicht so in der Auswertung unseres Textkorpus von 1960 bis 1985 kommt das überhaupt nicht vor und ist eben Ende der 90er Jahre ein neues Element. Ich habe hier nur zwei Textbeispiele, wo es in Richtung Leitkultur geht, aufgeführt, die das, was ich gerade paraphrasiert habe, nochmal wörtlich benennen. Dieser Topos hat sich dann real ausgewirkt, zum Beispiel in den Hürden, die Zuwanderer bei der Einbürgerung überwinden müssen, Stichwort Einbürgerungstest, auch in dem Papier, das die Islamkonferenz vor einem Jahr ungefähr verabschiedet hat, das beginnt sofort damit,
dass das ja den Einwanderern bewusst sei, dass sie in die Richtung gehen müssten und was tun müssten für ihre Integration. Interessant ist er eben deshalb, weil es einen schönen Kontrast zu zwei, weil er einen schönen Kontrast zu zwei anderen Argumentationsmustern darstellt, die in dem intensiver ausgewerteten Zeitraum vor allem zwischen 1960 und 1973 häufig verwendet wurden und die nämlich in die genau andere Richtung gehen. Und damit zeigt sich, dass das eben für die jüngere Zeit eine neue Qualität hat. Diese beiden Argumentationsmuster habe ich Vorurteils- und Verständnistopos genannt. Weil Vorurteile gegen bestimmte Gruppen oder Handlungen bestehen, gibt es ein bestimmtes Problem. Wenn solche Vorurteile beibehalten oder aufgegeben werden, kann das Problem gelöst oder nicht gelöst werden. Und der Verständnistopos: wenn Einheimische und Zuwanderer sich besser kennenlernen und mehr Verständnis füreinander aufbringen, können die mit Zuwanderung und Integration verbundenen Probleme und Konflikte gelöst werden. In diesem Rahmen dieser Argumentationsmuster wurde also an die einheimische Bevölkerung appelliert, durch mehr Verständnis füreinander und durch den Abbau von Vorurteilen die Voraussetzung für die Integration der Zuwandernden zu schaffen. Das kann man zum Beispiel in diesen beiden Textbelegen aus den 60er Jahren schön sehen. Es ist allerdings erforderlich, pauschale Vorurteile gegen die Fremden schlechthin abzulegen und sich die Ausnahmesituation zu vergegenwärtigen, mit der die Arbeiter in unseren nördlichen Breiten fertig werden müssen. Es geht darum, bei den deutschen Mitarbeitern um Verständnis für deren ausländische Kollegen zu werben. Und so weiter, lese ich nicht ganz vor. Also der Appell an die deutsche Bevölkerung, die durch Zuwanderung entstehenden Probleme durch Verständnis und Geduld zu überwinden, stellt diese Probleme meist gleichzeitig mit einer eher kulturalistischen Haltung als Auswirkungen der kulturellen Andersartigkeit der Südländer dar. Also weil die so anders sind, muss man Verständnis haben und Vorurteile beseitigen. Und das hört sich dann eben zum Teil auch recht paternalistisch an. Ein Beispiel, was ich jetzt nicht auf Folie habe: es sind nicht nur die technischen und sprachlichen Schwierigkeiten, nein, auch unsere dem Wesen und Lebensstil der Süditaliener so unverständliche Arbeitswelt aus Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit ist für sie ein großes Problem, steht in der Welt 1961. Und aber in sehr verständnisvoller Weise, die Deutschen werden aufgefordert, doch bitte verständnisvoll und vorurteilsfrei damit umzugehen. Der Personalchef eines Frankfurter Unternehmens fährt in diesem Weltartikel fort, dass Verständnis, Einfühlungsvermögen und Geduld der Deutschen nötig seien, um die aus der Mentalität der Süditaliener erwachsenen Probleme zu beseitigen. Hat man sie, also Verständnis, Einfühlungsvermögen etc. im Übermaß, wird auch der Erfolg nicht ausbleiben. Und auch das zweite Beispiel hier von 1962 trägt eben diese paternalistischen Züge. Ich nehme es aber hier vor allen Dingen als Kontrast eben zu den Forderungen, momentanen Forderungen der Anpassungsbereitschaft. Da wird geschrieben: sie sind nicht die geistige Elite ihrer Länder, sondern das schwer schuftende, manuell geschickte, langsam denkende Fußvolk, dessen Lernbedürfnis gleich null ist. Sie leben mit Dutzenden von Sippenangehörigen und Dorfgenossen zusammen, nicht gewillt, diese vertraute Gemeinschaft von irgendwoher aufbrechen zu lassen. Und jetzt kommt das, was man da tun muss, nämlich man muss das Herz gegen einer solchen Gruppe aufschließen. Wer das Herz so einer großen Gruppe aufschließen kann, hat dann über eine rührend bemühte, begeisterungsfähige Schar zu verfügen, die oft der Mittelpunkt größerer Veranstaltungen ist. Also ich ordne das in diese Verständnis- und Vorurteils- oder gegen Vorurteil gerichtete Sichtweise über Zuwanderung, die eben in dieser paternalistischen Weise für die 60er Jahre typisch ist, ein. Diese Art von Vorurteils- und Verständnistopos im ausgewerteten Textkorpus, was für die Zuwanderung spricht oder für das bessere Zusammenleben, kommt allerdings nur bis 1973 häufiger vor. Ich finde es auch deshalb interessant, weil in der aktuellen Zuwanderungsdebatte von Protagonisten der Anpassungsforderungen zumeist unterstellt oder behauptet wird, die Haltung der Toleranz und des Verständnisses gegenüber den Fremden sei die von Multikulti-Idealisten durchgängig propagierte Haltung zur Zuwanderung gewesen und sie habe zur Hinnahme von Parallelgesellschaften geführt. Gleichzeitig wurde nämlich, außer dass das eben gar nicht in der ganzen Zeit so vorgekommen ist, diese Art zu reden, die kulturelle Andersartigkeit der Zuwanderer immer als ein Problem dargestellt, das zum Beispiel dadurch gelöst werden müsse, dass man weniger Zuwanderung zulasse. Das habe ich als Kultur- oder Überfremdungstopos bezeichnet
Und das ist eben dann im Rahmen der Anpassungsforderungen in eine Richtung gewendet worden, die das dann noch national überhöht hat in der Leitkulturdebatte. Diese Leitkulturdebatte und diese Anpassungstopos widersprechen dem, was in 2000 auch Migrationsforscher gesagt haben, nämlich dass sich nationale Semantiken zunehmend im Einwanderungsdiskurs verflüchtigt hätten und entwertet worden seien. Das ist in diese Zeit nicht so, wie Sie das sagen. Also diese Gegenüberstellung eines neuen Argumentationsmusters mit den beiden älteren soll verdeutlichen, wie mit der Topos-Analyse die Veränderung des sozialen Wissens zum Thema Migration aufgezeigt werden kann. Ebenfalls erst in den Diskussionen um das Zuwanderungsgesetz, also um 2000, sind mir zwei Argumentationen aufgefallen, die es vorher auch nicht gegeben hat und die ich Demokratie- und Aufklärungstopos genannt habe. Beide heben auf die Notwendigkeit der Zustimmungsfähigkeit politischer Entscheidungen ab und damit sind sie nicht unbedingt themenspezifisch. Es wäre vielleicht interessant zu untersuchen, ob das für andere Diskurse auch ab einer bestimmten Zeit erst so in den Mittelpunkt gerückt ist. Also der Demokratietopos, nur wenn die Mehrheit etwas für richtig hält, sollte es getan werden, liegt der Begründung für ein Zuwanderungsgesetz zugrunde, nämlich dass gesagt wird, nur mit einem Zuwanderungsgesetz könne der Prozess der Einwanderung nachvollziehbar gestaltet werden und eine solche nachvollziehbare Gestaltung sei nötig, weil eine neue Migrationspolitik die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Also da wird darauf abgehoben, dass man etwas machen müsse, was die Bevölkerung auch unterstützen könne. Und das Zweite hier, was auch ebenso auf die Stimmung der Bevölkerung und damit auch auf Wählerstimmen abhebt, ist die Argumentation, die betont, ein entsprechendes Einwanderungsgesetz müsse vermittelt werden, um die in mehrheitliche Ablehnung von neuer und auch erfolgter Zuwanderung aufzuheben. Die Einwanderungsdiskussion in den Jahren um 2000 wird zudem, was auch neu ist, mit den bildungspolitischen Debatten verknüpft. Es ging ja da auch erstmals um hochqualifizierte Arbeitskräfte, weil als es um die Green Card Initiative ging, und davor hat das nie eine Rolle gespielt. Und da ist es aber um 2000 herum sogar sehr stark bis in die Wahlkämpfe hinein gegangen, also mit dem bekannten NRW-Wahlslogan Kinder statt Inder, der dann abgemildert worden ist zu mehr Ausbildung statt mehr Einwanderung, ist diese zwei politischen Diskurse, sind sie zusammengespannt worden, Bildungs- und Migrationsdiskurs, auch das scheint mir inzwischen keine Rolle mehr zu spielen im Migrationsdiskurs. Also das nochmal zu neuen Wissenselementen, Diskurselementen, die in den Textauswertungen der 60er, 70er, 80er Jahre nicht vorgekommen sind. Und als Letztes möchte ich jetzt, also nochmal um deutlich zu machen, dass uns eben auch bestimmtes Wissen in diesen Bereichen, also bestimmtes Schaffen von Sachverhaltszusammenhängen, typisch für eine bestimmte Zeit sind und später dann verloren gehen, den sogenannten oder den von mir so definierten Verlagerungstopos anführen. Der ist interessanterweise in einem bestimmten Jahr, nämlich 1973, als dann nachher der Anwerbestopp für weitere Gastarbeiter erlassen wurde, besonders häufig gewesen, aber auch sonst in den 70er und Anfang der 80er Jahre noch angeführt worden. Nämlich, dass man die Probleme, die mit Zuwanderung verbunden sein, damit lösen wollte, dass man vorschlug, dass deutsche Unternehmen ihre Produktion in die Herkunftsländer der Gastarbeiter verlagern sollten, dass also, wie die wiederkehrenden Formulierungen lauten, das Kapital zur Arbeit bzw. die Maschinen zu den Menschen gebracht werden sollen und nicht mehr die Menschen zu den Maschinen geholt, nicht mehr das Arbeit zum Kapital gebracht werden soll. Damit würden sich einerseits die Arbeitsmarkt- und Integrationsprobleme in Deutschland lösen und den Zuwanderern blieben dann die mit Entwurzelung und Fremdsein verbundenen Erfahrungen erspart. Diesen Topos, dass das in den 70er Jahren so eine große Rolle in der Diskussion gespielt haben, finde ich deshalb besonders erwähnenswert und interessant, weil gerade 20 Jahre später, nämlich im Rahmen der wirtschaftspolitischen Debatten seit Mitte der 90er Jahre und somit also auch heute noch, ist eine solche Argumentation und damit die da dargestellten Sachverhaltszusammenhänge beinahe im wörtlichen Sinne undenkbar. Und zwar
ist die ja offenbar gekennzeichnet für eine Zeit, in der die Erfahrungen der Menschen von anhaltender Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung geprägt waren, sodass dann so etwas als Lösungsweg erscheinen konnte, nämlich Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Wie war es in den 90er Jahren oder bis heute? Genau diese Verlagerung von Arbeitsplätzen ist das, was in den 90er Jahren angeführt wurde im Zusammenhang mit dem Diskurs um den sogenannten Wirtschaftsstandort Deutschland. Nämlich gerade das wurde als Problem benannt, also dass Arbeitsplätze ins Ausland verlagert worden seien und dass man deshalb in Deutschland keine kosten- und günstigen und wettbewerbsfähigen Arbeitsplätze mehr schaffen könne im Zeitalter der Globalisierung. Also das, was hier als Lösung angeführt wird, ist das zentrale Problem, was in den 90er Jahren hier benannt wird. Und diese Diskrepanz, die finde ich dabei interessant. Und hier habe ich dann nochmal drei Beispiele dafür, wo das, was ich eben schon frei formuliert habe, wörtlich, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung hier in der Mitte, jetzt nicht weiter auf zusätzliche Beschäftigung von Ausländern zu bauen, könnte der Anfang einer Kurskorrektur sein, nicht mehr Menschen zu den Maschinen, sondern Maschinen zu den Menschen. Zu meiner Überraschung habe ich, aber obwohl mir das jetzt überhaupt nicht mehr präsent war bei der Vorbereitung hier, das in aktuellen Zeitungsartikeln doch noch einmal gefunden, nämlich Avi Primor, der, glaube ich, israelischer Botschafter hier gewesen ist und jetzt gerade zum Hochschulrat der Universität Düsseldorf gehört hat, bezüglich des Problems afrikanischer Flüchtlinge am Mittelmeerraum, genau das wieder vorgeschlagen. Das könnte man doch damit lösen, dass man dort in den Herkunftsländern Arbeitsplätze schaffe. War für mich aber überraschend und neu jetzt. Ich komme zum Fazit, das noch nicht. Ich habe also versucht, hier ein kleines Panorama von Wissenselementen zu entfalten, die im öffentlichen Sprechen und Denken zum Thema Migration seit den 60er Jahren entweder kontinuierlich oder zeitweise eine wichtige Rolle gespielt haben. Dieses Panorama ist natürlich nicht vollständig. Ich habe mich nur bemüht, solche herauszugreifen, solche Diskurselemente, die entweder durch die Quantität ihres Vorkommens den Diskurs stark strukturiert haben, betrifft zum Beispiel die Belastungstopos oder den vom wirtschaftlichen Nutzen, oder womit ich bewusst machen sollte, wie alt oder wie neu bestimmte Wissenselemente sind, die uns heute vielleicht als selbstverständlich gelten und zu unserem selbstverständlichen, ich sage jetzt mal nicht Wissen, sondern Meinen zu dem Themenbereich gehören. Eben mit dem Verlagerungstopos zuletzt auch solche Wissenselemente, die heute nicht mehr vorhanden sind, sollten dabei zeigen, dass das Wissen über ein Thema im Fluss ist. Damit sind nur ein paar relevante Wissensentwicklungen in diesem Diskurs deutlich geworden und zudem sollte damit auch ein Spektrum von gesellschaftlichen Positionen und Gegenpositionen, denn das, was hier dargestellt wird, war ja immer pro oder contra Einwanderung gerichtet, bei einem solchen kontroversen Thema deutlich werden. Gerade diese Pro- und Contra-Positionen und Gegenpositionen, dafür meine ich, ist das analytische Instrument des Argumentationstopos besonders geeignet, weil schon in diesem Instrument eben das enthalten ist, dass man eine Kategorie hat, wo mit der Positionierungen zu einem Problemverhalt vorgenommen worden sind. Zu kurz kommt bei einem solchen historischen Überblick über solche Wissenselemente vergangener Zeit oder kontinuierlicher Wissenselemente die genaue Zuweisung der jeweils vertretenen und gewussten Positionen zu konkreten Diskursakteuren. Dafür müsste man kleinere Diskursausschnitte intensiver untersuchen. Und, also ich beziehe mich jetzt auf das Konzept dieser Vortragsreihe und benenne das deshalb nochmal über das Zukunftswissen, so heißt ja auch der zweite Teil des Titels der Vortragsreihe, zu diesem Themenbereich, also die Entwicklung des Diskursgegenstandes, kann ich auf einer solchen Untersuchungsgrundlage fast gar nichts aussagen, sondern nur spekulieren, indem man zum Beispiel annimmt, dass das, was 50 Jahre lang in einem Themenbereich mehr oder weniger relevant gewesen ist, auch in Zukunft wohl das Wissen darüber mitbestimmen wird. Also sprich dieser Topos von wirtschaftlichen Nutzen oder der Belastungstopos, da kann ich auch prognostizieren, dass das in den nächsten 20 Jahren auch wichtig bleiben wird. Was aber als neue diskursive Wissenselemente, so wie das mit dem Belastungstopos erst 1972 aufgetaucht ist, auftauchen wird oder was im Wissensvorrat der Gesellschaft wie bei dieser Verlagerungstopos verloren gehen wird, das zu prognostizieren, dazu sehe ich keine methodisch abgesicherte Möglichkeit und deshalb
möchte ich als Schlusswort, das Schlusswort lieber einem Journalisten überlassen, der eine Zukunftsprognose als eine positive Utopie formuliert und als Journalist in einer solchen Art Glosse auch natürlich nicht keine Begründung liefern muss. Europa im Jahr 2050, schreibt er im Jahr 2001, der Arbeitskräftemangel nimmt Überhand. Politiker jeder Couleur versprechen den Wählern, Europa attraktiver zu machen, damit der Wohlstand nicht gefährdet wird. Die Wirtschaft ruft die zentrale Migrationsbehörde auf, Einreisehemmnisse niederzureißen. Die Behörde, die nur 10 Millionen Green Cards pro Jahr vergibt, befürwortet das im Prinzip. Allerdings fordert sie, etliche Milliarden Euro mehr für Integrationskurse bereitzustellen. Längst ist Einwanderung zur Selbstverständlichkeit geworden. Das also als Utopie für 2050, Zukunftswissen. Eben, als ich hierher gegangen bin, habe ich die Titelseite der Taz gesehen, was ich noch nicht wahrgenommen hatte. Da stand als Überschrift: keine Staatshilfe für Flüchtlinge. Das ging, wobei natürlich der Wirtschaftsdiskurs dort mit Absicht hinein vermengt wird. Und da erinnere ich mich gerade dran, wo es hier bei diesem Zitat darum geht, etliche Milliarden für Integrationskurse bereitzustellen. Vielen Dank fürs Zuhören und damit ist das beendet, was ich zu sagen habe.